Hallo Leute, herzlich willkommen. Und heute spielen wir mal wieder eine Runde Euro Truck Simulator. Ich würde sagen, wir gehen hier auch direkt in die Dings rein und wir sehen hier Olivenöl. Das werden wir heute von Mailand nach Turin, keine Ahnung wohin, liefern. In Italien, also wir sind heute mal in Italien. Gibt es da Linksverkehr? Ich weiß es gar nicht. Sehen wir ja gleich. Aber so wie es aussieht, nicht. Also ist rechts. Naja, gut. Olivenöl, also ich mag Oliven nicht. Olivenöl auch nicht, weil ist ja Oliven. Also. Auf geht's. Ja, auf geht's, würde ich sagen, gell? So, fahren wir mal mit unserem Gefährt hier los. Bevor ich das mache, den Sitz nach hinten stellen. So. So. Machen Sie die Tür auf, please. Danke sehr. So, und dann fahren wir los. Ich wundern, diese Geräusche sind vom Lenkrad. Ins Gebüsch will ich jetzt nicht unbedingt fahren. So. Okay, let's go. Also die sind vom Lenkrad, weil ich das Licht eingeschaltet habe. Erste Ausfahrt nehmen. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, das versuche ich. Hoffen, wenn ich mal rumkomme jetzt. Danke. So. Sind wir rumgekommen, perfekt. So, dann fahren wir los. Hier gleich. Naja. Und darf man hier eigentlich 70 fahren, Junge? Mit dem LKW kommt man doch gar nicht hier rum. Wie soll man hier 70 fahren? Jetzt kann ich 70 fahren. Aber doch nicht im Kreisverkehr. Also man darf im Kreisverkehr 70 fahren. Muss man das checken? Oder gibt es da eine Regel für, weil... Auf dem Navi stand 70. Egal. Da kommt der Auto. So, dann fahren wir mal los, wie ich sage. Also wir fahren die ganze Zeit schon, aber dann fahren wir jetzt erstmal. Nee, nicht schon wieder eine Kurve. Nicht das Schild mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Auf Italisch. Nee, Ach. Ich konnte es nicht aussprechen. Mir leid. So, dann fahren wir hier mal weiter, würde ich sagen. Ja, wir fahren ein bisschen 10 km zu schnell. Aber das ist nicht so schlimm. Aua. Überholen verboten. Ja, überholen tut mich eh keiner, weil ich fast 20 km/h zu schnell fahre. Bitte jetzt nicht umfallen, du Kack-LKW. Der wird sowas von umfallen. Der wäre jetzt sowas von umgefallen, hätte ich nicht gebremst. Fahren wir einfach weiter. Schild. Hast du das Schild mitgenommen? AL. Also Gang 11 bin ich gerade. Hat der nicht 12 Gänge? Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt ist er auf dem 12. Warum zeigt er auf dem Tacho an, dass ich 0 km/h fahre? So, ich gehe einfach vom Gas runter. Boah, Junge, das waren Millimeter gerade. Ich lebe auch gefährlich mit dem LKW hier. Ja, wie viele Kurven will diese Straße eigentlich noch haben? Also langsam reichen diese Kurven hier auch. Gibt es wieder Kurven, ey? Das Spiel will wieder verarschen.
Oh, ein Tunnel! Einen Tunnel! Als ob da ein Schild steht, dass man da nicht parken darf. Oder was war das jetzt gerade für ein Schild? Ob das war? Ich glaube, das war, dass man nicht da parken darf. So, wir müssen ein bisschen langsam fahren, weil wir jetzt hier nach links biegen wollen. Biegen Sie ab, bitte. Dann kann ich nämlich fahren. Was ist das hier für eine verwinkelte Straße? So, let's go. Also die Autos werden jetzt schon dreimal hier. War, aber dürfen nicht mich überholen. Jetzt dürfen die mich, glaube ich, überholen. Jetzt ist wieder Überholverbot. Och nö. Was ist denn hier schon wieder? Moin. So. Weilige, was ist das für eine Kurve? Bisschen bremsen. Okay, und weiter. So fährt man LKW. Da ist ein Kollege, deswegen muss man hier kurz hier so drauf fahren. Ah, bitte nicht in ihn reinfahren. Das wäre scheiße. So. Der rechten Fahrbahn. Darf man hier parken oder was ist das? Was sind das hier rechts? Habe ich ja noch nie gesehen. Ist das nur in Italien oder was? Das habe ich echt noch nie gesehen. Oh, nicht auf die andere Fahrbahn. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Brauchst mich nicht überholen, ich fahre gleich nach rechts. Nimm Kollege. Rechts. Oh, jetzt 40 fahren. Schaffen wir schon. So. Wow. Wow. Bleiben Sie bitte gerade. An was wollen die LKW-Fahrer jetzt hier? Soll das Ikea sein oder was? Also die Straßen hier sind ziemlich eng. Das muss man mal sagen. Okay. Ah, kurz überholen und jetzt hier nach rechts rein. Perfekt, jetzt kann ich auch mir wieder direkt nach links abbiegen, weil es hier noch eine Spur gibt. Oh, und ein bisschen abbremsen. Boah, wie... Oh! Oh, da fährt er auch noch extra in mich rein, anstatt er bremst. Junge, was ist denn das für ein blödes Auto? Na gut, jetzt ist mein Gefährt hier zu 24% geschadet, aber wir sind eh da. Genau am Ende. Warum immer am Ende? In Turin. Turin oder wie man das heißt. Sind wir da, haben diesen Kack-Olivenöl jetzt hier endlich hingebracht. Ampel, du bleibst grün, sonst kriegst du eins ins Maul. Achso, ne, wir müssen gerade aus. War ja was. Ich wollte gerade abbiegen, aber da gibt's ja nichts zu machen. Wenn die noch langsamer fahren, dass ich hier gar nicht mehr... Okay. Ich überhole den einfach, wenn ich es schaffe. Schaffe ich es? Ich schaffe es. Ich fahre jetzt einfach über Rot. Ist mir auch Schnurr. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Boah. Ja, ich bin kurz auf der falschen Fahrbahn. Ich kenne mich hier in Italien nicht so gut aus. Da kommt ein Auto, den fahre ich jetzt rein, doch nicht. So. Erfolgreich geschafft. Ja Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.